Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zurück bei F1 2016 im Online-Modus und ja, Spanien im Regen. Das kann jetzt was werden. So, das Feld schiebt. Oh, da hat es uns beide gedreht. Geh weg. Will da lang. Oh. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Oh. Ja. Erste Kurve versaut. Und jetzt heißt es berappeln, stabilisieren und ja, gucken, wie weit wir nach vorne kommen. So. Ist ja fast eine Geisterfahrt. So. Ich glaube, das ist sogar unser erstes Regenrennen im Multiplayer. Bin dem Ganzen immer entgangen, glaube ich. Falls das nicht so ist, korrigiert mich bitte.
Jeder, der überholt oder überholt wird, geht hier zum Geist. Scheinbar habe ich weniger Probleme mit dem Regen als die anderen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Sorry Leute, ich laber nicht so viel Konzentration, ihr kennt das. Wenig abfliegen. Aber hier recht optimal fahren, weil ich habe schon wieder einen im Nacken sitzen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. B-Sonic ist einfach verdammt schnell. Und er legt auch erstmal krassen Drift hin. Wow. Da kann ich nicht dranbleiben. Das geht überhaupt nicht. Ja, und schon wieder mit, wie die anderen Male auch, mit dem Start und quasi dem ersten Crash alle Positionen verhauen, verschenkt. Was soll's? Machst du nix? Und durch.
Ja Leute, hier sehen wir es nochmal. Von 1 auf 7 abgerutscht. Ja, nicht so pralle das Ergebnis, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Formel 1 2016 im Multiplayer. Bis dahin, euer P-Freak. Tschüss.